Und es geht weiter mit Let's Play Cthulhu Saves the World. Immer noch am selben Abend. Immer noch, jetzt zwar am 26.12. um 2 Uhr in der Früh, aber what else, was soll's. Folgendes. Ihr seht gerade, wo ich bin. Diesen wunderschönen Tempel bin ich hier drin, ne? Und ich mach mal den hier. Ihr seht jetzt rechts oben. Battle Left No. Also None. So, wir haben 714.000 Gold. Was ja gar nicht mal so viel ist, ne? Überhaupt nicht. So, ich zeige euch mal Folgendes. Hör auf, um Rad zu drehen, Katze. Mann. Wir haben Cthulhu mit über 700 Stärke und generell den Arounder, ne? Wir haben Ember mit über 900 Stärke. Du fliegst gleich runter, das weißt du, ne? Wir haben Oktober mit fast 800 Magie. Und wir haben Dacre. Oh, Dacre. Wer von den Vieren ist unser stärkster Charakter? Ich sage mal Dacre. Warum ist er unser stärkster Charakter? Ja. Schaut mal kurz auf seine MP-Anzeige. Er hat 33 MP. Ne? Von wie viel hat er? Über 400. Jetzt könnt ihr euch denken, what the fuck, hat er so viel auf den Sack bekommen, dass er so viel heilen musste? Nein. nein. Protect. Dutch. So, Dutch. Und Magic. Wir haben Heilung. Heil alle. Regeneriere alle. Blind. Versiegeln. Full Health. Full Heal. Schildhymne, Speedhymne, Stärkehymne, Magiehymne und Holy. Wir haben Holy. Nerv mich jetzt nicht, Katze. Mann! Hat sich jetzt endlich runtergekommen, den blöden Wäschekorb. Danke. Blödes Viech. Also, wir haben Holy, ne? Schaut mal den Scheiß an. Holy, ne? Ever protects the party. Cthulhu protects the party. October tries to dodge. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass das dann so ist. So, jetzt greifen die alle zuerst an. Das sind insgesamt 8 Gegner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt kommt Dacre. Okay, auf die war es noch sehr effektiv. Sonst macht es 1600 Schaden nur pro Gegner. Pro Gegner. 1600 Schaden. Ah, schaut euch das mal an. 2-4. Und dafür bekommt man 5500 Erfahrungspunkte. Das ist so abnormal. Auf jeden Fall ging das Leveln ziemlich gut. Das ist so lächerlich. Das ist so verdammt lächerlich, Mann. Wow. Das war die Range, ne? Ich will nur gerade irgendwo in ein Inn, um mich zu heilen. Also mit dem Leveln ging echt gut. Und ich sag doch jedes Mal habe ich gesagt, bitte, lern endlich deinen ersten Angriffszauber. Oh nein. Er lernt ihn nicht. Und dann sehe ich nur so, Dacre, er lernt Holy. Und drunter stand eine Schadenszahl. Und ich dachte mir so, what the fuck? Ach ja, übrigens, der Schadens, also der Holy, den hätte es auch noch auf einen Gegner gegeben. Der hätte dann am Anfang, als er ihn gelernt hat, auf 2-7 gemacht. 2-7 auf den einen Gegner. Minimal irgendwie Overkill. Minimal. So, jetzt haben wir hier keine Kämpfe mehr übrig, weil ich hier drin gelevelt habe. Leider. Aber wir haben ja noch einen Boss zu bekämpfen, denke ich mal, ne? Und hier drin gibt es auch Items. Items, ich will unbedingt Items hier drin haben. Unbedingt. Die müssen doch so Overkill sein, wenn die nur mit Holy zu besiegen sind, die Gegner hier. Und übrigens, mit Holy kann man auch nicht alle Gegner besiegen. Also man kann schon, aber wenn zum Beispiel der eine Drache wieder dabei ist, der einmal dabei war,
dann wird es schon ein wenig schwer. Was haben wir hier? 5 Potions. Yes! Hat sich gelohnt. Geh mal wieder. Ernsthaft? 5 Potions? Ernsthaft? Spiel, tu mir das nicht an. Also da oben war schon mal eine Treppe. Hier unten geht es wahrscheinlich zurück. Die Musik ist episch wie eh und je. Ernsthaft, hier geht es wirklich zurück. Ha, Tatsache. Gut, dann laufen wir da oben lang. Wir so rum. Oh Mann. Ich verstehe auch, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ich es dann so mache. Ja, komm. Machen wir einmal einen Kampf. Um euch mal die Gegner zu zeigen. Die Typen hier sind auch gegen Holy anfällig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plop. Sind aber noch nicht tot. Die haben noch 800 irgendwas Leben. Ja. Und Ember macht einfach so 703 Schaden. Einfach, wohlgemerkt, einfach. Das darf man nicht vergessen. Cthulhu schlägt er doppelt zu. Mhm. Wenn Ember jetzt auch irgendwann einen Doppelhit bekommt. Wäre ziemlich nice. Da waren die 5 Potions. Hier oben war die Treppe. Gehen wir einfach mal hoch. Komm. Wahrscheinlich gibt es in diesem Berg nur eine Waffe zu finden. Und die ist so richtig geil. Die ist richtig gut. Wird mich auch nicht stören. Hauptsache, ich bekomme die. Na? Ja komm, ich gehe sowieso die anderen Wege ab, wenn ich zurückgehe. Na, zu viele Wege. Viel zu viele Wege. Mann! Hier oben. Alter! Im Ernst jetzt? Wo zur Hölle? Ich hab noch keine Ahnung. Ich hoffe mal hier lang, hier ist eine Sackgasse. Ist das jetzt der Ernst? Wo zur Hölle? Komm. Ah ja, genau. Die Executioner, ne? Executioner. Hatten wir ja schon mal. Die sind gar nicht mal so uncool. Also, die sind gar nicht mal so cool, wird besser gesagt. Weil da muss ich auch mit eingreifen. Also mit allen. Sonst sterben die nicht. Obwohl halt der Angriff von Ember auch schon ziemlich Overkill ist, ne? Auf allen 1000er Schaden. Ist auch nicht so schlecht. Also, ist nicht so schlecht, würde ich mal sagen. So, Cthulhu, Bronze Assault. 3000 Schaden, what the fuck? Also ein Combo-Finisher. Weil er macht jetzt schon mit einer Combo von 1 3000 Schaden. Was ist denn kaputt bei dir? Was? Party? Party? Physisch? Achso, ist es nur. Achso. Ja. Ernsthaft? Weil es ist nur so ein Unit-Attack-Ding? Ja, blöd. Sowas brauche ich doch nicht. Ich bin kein Unit-Attack-Benutzer. Bin ich gleich wieder am Anfang? Kann es sein? Ich bin mir ganz sicher, dass ich gleich wieder am Anfang bin. Deswegen gehe ich wieder nach oben. Ey. Genau, aber da oben war nämlich nichts. Da bin ich geradeaus hochgerannt. Ey, was ist denn los? Das Spiel macht mich fertig. Mal wieder. So, das war klar. Dann bin ich nach links gelaufen, ja genau. Was sehr klug war natürlich. Das sehe ich im Nachhinein jetzt auch ein. Hier war ich doch auch schon. Mann. Das gibt's doch nicht. Das ist wahrscheinlich irgendeine Abzweigung in die Mitte rein, die keiner nehmen würde, weil es so nach Rückweg aussieht. Ja, ja, ja. Haha. Oder? 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 Ah, ah, ah. Hä? Ohne Mist jetzt, hä? Okay. Da links oben geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Hier links unten war auch eine Sackgasse irgendwann, ne? Ja, genau. Hä? Das ist doch...
Hier habe ich einen Kampf gemacht gerade eben, das weiß ich noch. Hier nach unten und dann nach links hoch war ja... Ah, okay. Moment. Ah, nee. Da komme ich her. Verdammt. Da komme ich her. Wenn ich einfach hier lang laufe. Da bin ich vorher nach rechts gelaufen. Das war die Abzweigung gerade eben. Muss ich hier nach rechts laufen, das ist ganz klar. Wenn ich hier nach oben laufe, kommt eine Sackgasse. Wenn ich hier lang laufe. Hier ist ein Rundweg, ne? Ja klar, jetzt komme ich wieder hier in die Sackgasse. Das ist blöd. Das ist Bullshit. Lauf hier nach oben. Oh, es ist grausam. Ey, da hätten sie sich ein bisschen was anders ausdenken können, weil das ist grausam. Das ist echt grausam. Dann hier lang. Hier ist nichts. Das muss doch eigentlich hier weitergehen, wenn es da schon weitergeht, ne? Bin ich ja immer zurückgelaufen dann, weil ich dachte, das wäre eine Sackgasse. Da ist eine Kiste. Da ist eine scheiß Kiste. Gib mir die Kiste. Gib mir die Kiste, bitte. Was ist denn hier los? Kiste! Wo kommt denn die Kiste her? War ich hier noch nicht? Tatsache. 80.000 Gold, ja, das ist... Ja. Gut. Ich sage jetzt dazu nichts. Okay. Der Wille zählt, der Wille zählt. Da wäre ich sonst hergekommen. Oh, 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 oh. Dungeon Boss, Dungeon Boss, Dungeon Boss. Safe. Yep. Am Master Hilt, ja, das ist natürlich scheiße. The Treated Black Hole. Ja, das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt echt... Das schaut falsch aus. Das ist echt kacke, dass ich jetzt einen Master Hilt bekommen habe für... Sharpen, den ich nicht mehr benutze. Das ist ja voll gut. Wie viel Leben hat denn das Ding? 30.000. Now we are just getting silly. Dankeschön, Dankeschön. Ah, Brown of Sult. Ne, da. Warum steht da Party? Huh. So ein Combo-Finisher mit 40 MP Kosten. What the fuck? Bisschen viel? So viel, dass der weniger macht als der Dark Strike. Okay. Dann machst du hier den Smash drauf. Du machst den Dark Blast, den ich noch verstärken konnte. Wie schaut denn das blaue Loch, das schwarze Loch ins Insane-Modus aus? Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. So, Amber. Okay. Ach ja, okay. Das macht. Jetzt haben wir mal zwei Drittel Leben runtergetroppt. Das ist geil. Es ist einfach so abnormal. Was wir gerade am Schaden raushauen, ne? Der macht wirklich sehr viel Schaden, der Bub. Ich glaube, ich heile mich mal. Wie lächerlich war denn das jetzt bitte? So, Sharp plus 40 Stärke natürlich wieder. Oktober! Targets one. Achso. Ah, Death. Ja, das brauche ich beides nicht. Ah, okay. Ja, komm. Dackere, ja. Magie hoch, komm. Death Breath. Target all enemies. 770 mal ein Hit. Dark Attack. 25 MP, bist du wahnsinnig? Nein. Nö. Soll ich nur mal kurz gucken? Sharp. Was bringt denn dir der Meister-Dings? What? Schon ein bisschen krass, ne? Wie viel Angriff hat der jetzt eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. Sharp, 820, ja, okay. Gut. Ember hat immer noch 950, aber... Das hat sich ja gar nicht gelohnt hier jetzt gerade, ne? Nicht wirklich. Gut. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Nochmal ins Innen kurz rein. Oder eh unsere MP aufgefüllt bekommen für lau. Au. Und dann wieder zurück in die... Na, wie heißt sie? In die Fabrik. Die ist viel zu groß.
Immer noch 28 Kämpfe übrig. Nein. Ich will nicht kämpfen. Ich will wirklich nicht kämpfen. Verdammt. Wie viel Leben haben die? 1600. Zatz, zatz. Zatz. Sollte reichen. Das ist so geil. Das ist so geil. Wahnsinn. Das ist so geil. Mit dem Holy-Angriff. Einmal drauf, alles tot. Oh, schön. Wie viel Leben haben die? Die haben 1000. Ja. Und wupp. Das ist so cool. Und ich bin im Kreis gelaufen. Ich hab schon gesehen. Sprich, hier nach oben. Alles okay. So cool. Ja, die hau ich jetzt sogar so um. Weil die MP-Kosten dafür sind schon ziemlich hoch, ne? Also 30 MP pro Angriff. Das ist schon ein bisschen viel. Oh, kennst du das, wenn ihr eine Katze habt? Dann hängt irgendwo im Gesicht, am besten in der Nase, ein Katzenhaar, das geht nicht weg. Da. Da, grausam. Das war hier lang, okay. Ich gehe einfach mal Richtung Fackeln. Fackeln sind immer richtig. Die Encounter lassen auch gut auf sich warten. Das ist eigentlich ganz angenehm. So, dann haust du nochmal auf alle drauf. Du machst deine Magic. Das ist auch angenehm, dass das Dacre letzter ist beim Angreifen. Au. Weil man dann den schönen Effekt hat, dass einfach alle weg sind. Alle Gegner weg. Das ist so geil. So. Wenn jetzt hier noch irgendwo eine Kiste rumliegt, meine Güte. Tut mir leid. Nehme ich jetzt nicht mit. Ich gehe jetzt noch auf die nächste Ebene. Und ab dann erforsche ich die wieder komplett. Aber hier, mein Gott. Ach, hier war ich ja schon mal. Ah, stimmt ja. Hier war das, wo mit dem komischen Rundgang jetzt. Ah, okay. Wenn ich eine Kiste irgendwo sehe, dann nehme ich die natürlich mit. Aber ich gehe jetzt nicht zurück, um irgendwelche Abzweigungen aufzudecken. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das ist Katzenhaar, ne? La. So, die machen wieder alle einfach so weg. Ah. Bei 30 MP pro Angriff ist schon ein bisschen hart. Schon wieder! Timo, ganz ehrlich, verzieh dich! Was ist denn los mit dir? Du bist seit 10 Stunden, über 10 Stunden im TS und spielst nur DayZ. Wow. Wow. 452 MP kann er haben. Das sind zwar ein paar Angriffe. Und er heilt sich nach jedem Sieg um. Waren es jetzt 12 MP? Ich glaube, es waren 12 MP. Was jetzt auch nicht so schlecht ist, ganz ehrlich nicht. Aber ich habe, glaube ich, gerade den Weg gesehen, mit dem ich zur Kiste komme. Ja, mal schauen. Wupp. So geil. So geil. Ah, vielleicht kann ich hier oben lang. Ah, hier ist auch eine Kiste. Anscheinend VIP. Die habe ich schon, oder? Oktober? Was hast du? Eine Giant Whip. Ja. Eine Giant Whip. Ne, also der Dings heilt sich ja auch nach jedem. Ah, okay. Nach jedem Angriff. Nach jedem Sieg um 12 MP, glaube ich, waren es. Aber. Es sind immer noch 18 MP, die es jedes Mal kostet. Und das geht halt dann doch relativ schnell nach unten. Die MP-Anzeige. Und das will man natürlich nicht. Würde man gern verhindern. Wenn er nochmal irgendwie eine passive Ability bekommen würde, dass man Energy hält. Warum bekommt Sharpen jetzt so viel Zeug? Mann. Ah ja, das mache ich gern. Dann nehme ich ein bisschen Schaden rein. Und. Das ist so geil. Ach ja. Irgendwo rechts war, glaube ich, noch eine Kiste.
Da geht's lang. Da geht's, glaube ich, zu der Kiste, die ich gemeint habe. Oder auch nicht. Und da klicke ich mich wieder durch. Ihr seht, jetzt fehlen Dacke zum Beispiel schon wieder fast 100 MP und das summiert sich einfach mit der Zeit. Das ist halt das Behinderte. Cthulhu Level 39. Das ist jetzt gar nicht mal schlecht. Okay. Ach so. Oh, das ist eigentlich ganz cool, ne? Ja, aber, ne? Zeug. Wo komme ich denn jetzt eigentlich hier lang? Kann ich nach links rüber? Ach, hier komme ich her, kann das sein? Mann! Und ich halt dachte mir schon, was ist los? Jetzt würde ich gerne wissen, ob Cthulhu eigentlich Erster ist. Weil er 50 Agility dazu bekommen hat. Tatsache, Cthulhu ist Erster. Wie gut. Wie absolutes gut ist das denn bitte? Das ist jetzt super gut. Links ist nix. Hier war doch noch irgendwo eine Kiste gesehen, oder? Links unten, glaube ich. So. Amber hat ja auch nicht so viel MP, was mich ein bisschen ankotzt. Jetzt sogar am wenigsten, habe ich gesehen. Oktober, Level Up. Snowstorm, One Group. What? Snowstorm? Nehme ich auf 6 verschiedene Gänge. Auch nicht schlecht. Ja, aber hier war irgendwo noch eine Kiste, aber ich weiß halt einfach gerade nicht wo. Ah, okay. Da komme ich nicht runter. Ja, wenn ich nicht weiß, wo die ist, dann... Oder wie ich da hinkomme, werde ich jetzt auch nicht danach suchen. Ganz ehrlich nicht. Hab besser was zu tun. Und Magic. Holy. Holy. Badam. Pause. Level Up. Die sind alle relativ gleich vom Level Up, ne? 85.000 brauche ich noch. Da, 23.000. Ja, das sind Level Up Zahlen, also XP Zahlen, wo man sich denkt, what the fuck, wieso so viel? Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Ich gehe jetzt hier lang, komm. Scheiß auf die eine Truhe, so wichtig wird sie auch nicht gewesen sein, oder? Da komme ich eh nur her. Was ist das denn? Ein Hoverwriter. Ah, Lives at the Mountains of Madness. Das hier ist vielleicht eine Anspielung auf H.P. Lovecraft. Lovecraft? Lovecraft. Lovecraft, natürlich. Könnte natürlich sein. Bin mir nicht sicher, den töten wir zuerst. Komm, den hauen wir um. Den hauen wir um. Wie der einfach noch lebt, ne? Wieso haben die eigentlich so viel Leben? Warte, echt, der so viel Leben. Auch nicht schlecht. So, Flame Breath, Fireball und Holy. Mich verarschen? Kann ich die jetzt endlich mal töten, bitte? Wie viel Leben, wie viel XP bringt denn der jetzt eigentlich? Das würde mich noch interessieren. Kann der jetzt endlich mal sterben? Danke. 22.000! What? What? Verdammt! Jetzt muss ich nochmal gucken. Na, ist er, ja. Alles okay. Sprich, die ganzen Fließbänder sind jetzt ausgeschaltet. Ha. Huh. Komme ich so etwa an meine Kiste ran? Ich weiß nicht, wo die Kiste ist. Mann. Nee, komm, ganz ehrlich, nee. Nee, brauche ich nicht. Scheiß auf die Kiste. Ich geh jetzt weiter. Nehmen wir Level 40. What? What? Plus 80 Stärke. 1030 hat sie. Ist jetzt beim nächsten Level Up so gemeint, oder? Das weiß ich eben nicht, wie das gemeint ist. Nee, das links ist die Basisstärke und das rechts plus Ausrüstung mehr oder minder, ne? Ja, glaub schon.
Aber Cthulhu ist es ja schon seit längerer Zeit auf 725 rechts. Und links auf 400 irgendwas. Es dürfte doch die Ausrüstung sein. So, was haben wir denn jetzt? Hier. Hier. Ah, Mana. Mana, saved und durch. Kiste. Die hole ich mir noch. Wenn hier links das Ma... Ist da schon wieder so einer? Komm, den hau ich um. Den hau ich jetzt richtig um. Komm, Smash, Duck. Duck Blast drauf und... Magic, holy. Wie der ausschaut, ne? Da brauchen wir alle drauf. Wieder 22.000, ey, Alter. Magic! Auf dass er noch mehr Schaden macht. Schön. So, das müsste jetzt eigentlich rechts rum sein, die eine Kiste. Hier bewegt sich noch alles. Jawohl, Kiste. Free One-Ups. Wow. Brauche ich unbedingt. So. Und so. Holy. Und alles weg. Das wird mich mein ganzes Leben lang jetzt erfreuen. Da komme ich, glaube ich, her. Genau, da komme ich nämlich her. Und dann komme ich hier, genau. Also hier geht's weiter. Muss es ja auch. Zack, zack, zack und zack. Na, komm, holy. Wie, der hat überlebt? Was ist los mit dem? Der Typ ist OP. So, dann müssen wir jetzt eigentlich irgendwann, wenn da eh schon so ein Mana auf... Timo, ernsthaft, ich lösche dich wirklich bald raus. Ohne Mist. Was ist denn verkehrt mit dem? Ich würde es ja verstehen. Wenn er es einfach nur einmal starten würde. Aber nein, er muss ja 5000 Mal starten. Aus einem guten Grund. Hammer 2, Operation Arrowhead, glaube ich, heißt es. Ist ja die DayZ Mod. Also kann man die DayZ Mod draufladen. Und Timo ist ein Mensch. Wenn er verliert, dann Rage quittet er wahrscheinlich. Und dann heißt es, mi, ich bin gestorben, mi. Ne, Timo, so schaut's aus, oder? Dann starte ich halt die Scheiß-Mod nochmal. So könnte ich mir das vorstellen. Ist ja... Das ist voll sinnvoll, jetzt runterzugehen. Ah, Fackeln. Ich bin richtig. Jupp, machen wir einfach den hier, Berserker. Attack, den hier. Und du machst Attack und du machst Holy. Oh, ich bin so froh. Über Holy, ich bin so froh. Das macht einfach alles so viel einfacher. Mann. Hat sich das Level noch gelohnt. Bestimmt gibt... Ich mach's jetzt echt gleich aus. Bestimmt gibt's Leute, die das Spiel durchspielen mit Level 20. Bestimmt. Hundertprozentig. Aber, naja. Was soll's. Was ich auch nicht verstehe, ist, einige haben im Internet geschrieben, weil ich habe mich halt darüber informiert, wie lange das LP ungefähr dauern wird, bla bla. Und einige haben Kiste. Kiste. Wenn ich eine Kiste sehe, hole ich sie mir, ganz einfach. Einige haben geschrieben, ja, so ungefähr 9 Stunden Spielspaß. Jetzt weiß ich nur nicht, worauf sich die 9 Stunden beziehen. 9 Stunden wirklich einfach nur durchlaufen. Und halt alles mitnehmen, was geht oder so. Oder wirklich auch 9 Stunden erkunden und... Ja, so wie ich es halt mache, auch ein bisschen grinden und blub. Wir haben eine Million. Wir sind Millionär. Nur so am Rande. Wollte ich so gesagt haben, ne? Gut, da komme ich nicht hoch. Dann halt nicht. Aber das ist jetzt so ein riesengroßer Schatz, dass man den extra... Ja, natürlich. Ja, komm, haut alle zu und wupp. Tentakel, nein, Tentakel, ja komm, warum nicht, so, komm ich da eigentlich rechts weit, nee, wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder, ich hab keine Ahnung, achso, das war der Sinnfire Runterweg, stimmt. Stimmt. So, dann hier durch. Hier runter.
Und da rechts war ja schon die... So, wie, wo sind deine Tentakel? Tentakel da. Ja, mach mal. Zack, zack und zack. Einfach draufhauen. Naja, jetzt kann er halt auf alle in Tausender machen. Hm. Ist das auch nicht so schlecht, sagen wir mal so. Ey, ich level hier, ich... Ja. Ah! Quake? Ist ein Combo-Finisher? Nee, brauche ich nicht. Obwohl es eigentlich gar nicht blöd ist, weil ein Combo-Finisher heißt dann nur, dass er die Combo auf 0 setzen würde. Obwohl, ja. Und ich beachte die Combo ja gar nicht. Also wäre es eigentlich nicht blöd, weil ja die Attacken dann stärker werden durch die Combo. Hm. Was soll's? So, batsch. Was? Der lebt noch? Kann sein, dass Cthulhu gestand ist, wollte ich gerade sagen. Yes, indeed. Hier ist Stunt. Batsch. 22.000 mal wieder. Alter. Was wir hier an Level-Ups machen, ne? Krass. Criss-cross-krass. Ach, ich hätte die ausmachen können, wenn ich das zurück... Verdammt! Ich hätte den ganzen Umweg sparen können, ich Trottel. Mann! So. Ah, ich werde müde. Warum werde ich müde? So, machen wir einen Tentakel-Angriff. Also, das kann keine Techniken. Fireball und Holy. 4, 6. Noch ein Kampf, dann ist Amber auf Level 41. Wohlgemerkt 41. Auch kleiner Overkill. Da unten hätte ich lang müssen, um die Kiste zu bekommen. Hm. Blöd. Blöd gelaufen. Die hau ich einfach so um. Und ich hau sie doch nicht so um. Ich hau sie nämlich so um. Wieso sind die hinteren beiden jetzt gerade explodiert? Mann! So, Max. Ja, HP und MP. MP wäre jetzt nicht blöd, aber. Ganz ehrlich. Wenn Ember sowieso so reinhaut, dann braucht die auch keine. Was ist los mit dir, Timo? Ohne Mist. Wahnsinn. Wie oft eigentlich noch? Die Anti-Matter-Claw. Oh. Was? Jetzt hab ich auf Kampf gedrückt, die Trottel. Wieso habe ich jetzt auf Kampf gedrückt? Ich habe extra drauf geschaut. Kampf? Hm, ja. Blöd. Ah, ich Trottel. Ich dachte, das wäre Equipment für Amber, aber Amber kann wirklich gar nichts ausrüsten. Die ist awesome. Die ist richtig krass. Nicht schlecht. Not bad. Hier ist eine Sackgasse. Wir haben keine Kämpfe mehr übrig, Gott sei Dank. Oh, einfach durchlaufen. Oh, geil. Da drüben will ich anscheinend hin. Oder auch nicht. Ah doch, da oben will ich dann lang. Ah, okay. Also komme ich jetzt einfach rum und dann runter und dann durch, oder was? Okay. Aber vorerst hier lang. Gucken, ob hier irgendwas ist. Ah ja, ein sekundärer. Ein alternativer Weg, oder was? Nee, anscheinend doch nicht. Ich hab die scheiß Kiste schon wieder gesehen. Ah, Mann. Sowas macht mich fertig. Ich hab die Kiste gesehen, ich muss sie mir holen. Entschuldigung. Aber ich beende hier jetzt erstmal den Part und der nächste Part, den beginne ich dann an der Kiste. Okay, gut. Dann sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Tschüss.